Hey Leute und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Hier ist wieder euer Stürmi und ja, heute gibt es für euch hier die drei Fragezeichen Kids, das Stickers Sammler Buch oder Heft, wie man sagen kann, ist von der Firma Blue Ocean. Und dann haben wir hier noch ein ganzes Display, alles in diesem Video. Jetzt kommt erstmal das Intro und dann bis gleich. Ja, ich habe jetzt die drei Fragezeichen Kids, das Sammelheft oder Buch oder was man immer sagt. Dann haben wir hier ein Display. Und ja, wir sprechen hier von der Marke und zwar Blue Ocean. Und deshalb gibt es hier oben links oder rechts ein Hashtag Werbung. Und dann würde ich sagen, wir schauen direkt mal erst in das Stickerheft oder Sammelalbum. So, da sehen wir direkt erstmal hier, das sind die Karten. Also es sind Karten drin und halt Sticker. Und da sehen wir hier von den drei Fragezeichen die Folgen, die Covers. Also wer sich hier mit den drei Fragezeichen auskennt, der weiß schon ein bisschen Bescheid. Hier gibt es, glaube ich, 50 Karten. Und ja, also ich höre immer noch gerne die drei Fragezeichen. Ich bin zwar 41 fast. Aber ich bin ein großer Fan von denen. Also was heißt Fan? Also ich höre sie gerne. Die normalen natürlich. Hier, das sind die drei Fragezeichen Kids. Das heißt, das ist die, wie soll man sagen, Jugendversion der normalen drei Fragezeichen. So, dann haben wir hier den Steckbrief von Justus Jonas. Da steht dann Alter 10 Jahre. Dann haben wir hier erster Detektiv, weißes Fragezeichen. Ui. Cool. Also ich denke mal, hier kommt das Bild von ihm rein, von Justus. Dann kommt hier wahrscheinlich das weiße Fragezeichen. Seht ihr auch hier oben? Seht ihr es dann? Oder auf der anderen Seite? Irgendwie da oben. Seht ihr dann die drei Fragezeichen da? Weiß, rot und blau. Ja, dann die nächste Seite hier. Okay, ich habe noch was vergessen. Hier ist noch, was er gerne isst. Dann haben wir hier Peter und Bob Fälle lösen. Ja, alles klar. Gutes Deutsch. So, das mag ich gar nicht. Pummelchen. Ja. Also wer die Serie kennt, der weiß, warum er Pummelchen genannt wird. Dann haben wir den Steckbrief von Peter Shaw, auch 10 Jahre. Zweiter Detektiv. Blaues Fragezeichen hat er. So, das mag ich am liebsten. Fahrradfahren, Fußball spielen. Jawohl. Wir wissen, dass er ziemlich sportlich ist. Und er ist natürlich ein ziemlicher Angsthase. Und dann kommt der dritte Detektiv und namens Bob Andrews. Bob Andrews ist hier auch 10 Jahre alt. Er ist Recherche und Archiv. Er hat das rote Fragezeichen. Ja, das mag ich am liebsten. Lesen, Radfahren mit Justus und Bob, recherchieren und verkleiden. So, das mag ich nicht. Was steht denn da? Gekitzelt werden? Ah ja. Wer mag das denn schon? Meine Brille nervt manchmal. Ja, bei mir genauso. Ja, dann gehen wir mal weiter. Dann haben wir hier Akte Rocky Beach hier. Hier oben steht das. So, dann denke ich mal, dass man hier die Sticker einkleben muss und dann halt sieht, was fehlt und dann irgendwann irgendwie so ein Rätsel lösen muss. Dann haben wir hier ein Zugbild. Die Schafe sind los. Ja, wie ich gesagt habe, also hier muss man dann einkleben und dann findet man Sachen, die hier fehlen. Als nächstes haben wir hier Rätsel. Spurlos verschwunden. Dein Fall auf dieser Seite. So, dann kann man hier so eine Art Kreuzworträtsel machen. Ja, dann haben wir hier Logik. Da oben steht's. Logik. Wer hat den Freizeitpark beklaut? Keine Ahnung, ich weiß nicht. Dann haben wir die nächste Seite. Da haben wir dann Spurensuche auf den Fersen des Diebes. Dann haben wir hier Rätsel, knacke die Schlösser. Gab ja auch
Filme, die im Kino waren, die sind auch recht cool. Dann haben wir hier noch Schatzsuche, folge den Hinweisen. Als nächstes hätten wir hier nochmal ein Rätsel. Hinter Schloss und Riegel, Schloss und Riegel, jawohl. Dann hätten wir hier Labyrinth, auf der Flucht. So. Dann haben wir nochmal Logik. Haltet sie auf. Kleine Geschichten dabei. Also ich finde das recht gut gemacht. Dann haben wir hier Finde die Fahrräder. Und dann haben wir hier noch Auflösung. Fast die Diebe. Fast sie. Fast. Und dann sind wir schon am Schluss. Wo ist die Kasse? Und hier ist, glaube ich, ja, da gucken wir gar nicht hin, weil das sind nämlich die Antworten. Dann haben wir hier noch Chaos im Freizeitpark in Rocky Beach. Erst verwüstet eine Schafherde den ganzen Vergnügungspark. Und dann treibt auch noch ein Dieb sein Unwesen. Zahlreiche Besucher und Aussteller wurden bestohlen. Aber wer steckt dahinter? Und was ist das Motiv des Täters? Ein Fall für die drei Detektive. Was mich stört ist, hier sind ja Karten drin noch. Wo soll man die Karten hinmachen? Das verstehe ich nicht. Das ist nicht schön gemacht. Ja, das war das Heft. Und jetzt schauen wir noch das ganze Album durch. Das Display hier. Ich habe schon eins aufgemacht. Ich zeige euch, was drin war. So sah das Display aus. Also wenn ihr zum Beispiel an den Kiosk geht, steht das normalerweise so. So steht das bei euch. Hier sind die Sticker drin und Karten. So, hier steht es auch drauf. 4 Sticker und eine Sammelkarte pro Tütchen. Das ist die eine Seite. Das ist die Rückseite. Also ein Päckchen kostet 1 Euro. Und 36 Tüten sind drin. Und das ist die andere Seite. Ja. So, das legen wir mal auf die Seite. Und dann zeige ich euch hier mal die Sticker. So, hier haben wir Sticker Nummer 1 aus dem Tütchen, wo ich schon geöffnet habe. Das ist der nächste Sticker. Oh, hier als Cowboys. Oh, hier Tante Mathilda. Wer kennt nicht Tante Mathilda mit ihrem Kuchen hier? Dann haben wir hier eine Achterbahnfahrt, ein Teil davon. Und das ist dann die erste Karte hier. Und ja, hinten steht dann drauf, aus welchem Teil das ist. Und der Titel heißt Und der grüne Geist. Ist von 1975. Da war ich selbst noch nicht auf der Welt. Gibt es wirklich einen grünen, schimmernden Geist? Auflösung? Nein. Ja, ihr könnt es ja gerne durchlesen. Hier unten Auflösung. Ja. Also alle Karten werde ich hier nicht bekommen, weil es ja nur 36 Tütchen sind. Und es gibt 50 Karten. Also jawohl. Die Karte machen wir am Schluss. Wir machen erst die Sticker. So, dann haben wir hier ein Teil von einem Puzzle. Dann haben wir hier, das war ja einfach, die Tür war echt nur angelehnt. Dann haben wir den nächsten Sticker. Die sind gar nicht echt. Schlangen. Dann haben wir noch ein Glitzersticker. Jetzt wird Kommissar Reynolds sicher jeden Moment da sein. Und die Karte ist hier diese hier. Und es ist die Folge und die rätselhaften Bilder von 1976. Da unten könnt ihr wieder lesen. Ja. Also ich habe alle Folgen. Also die richtigen drei Fragezeichen. Nicht die Kids hier. Ich habe die Kids noch gar nicht gehört. Falls du sie schon mal gehört hast, kannst du ja mal in die Kommentare schreiben, was du von denen hältst. So, ich denke mal, das hier ist irgendwas, wo man suchen musste. Das klebt man dann rein. Das hier ist so ein runder Sticker. Dann haben wir hier den nächsten. Das sind die irgendwo im Western, denke ich mal. So, dann haben wir hier... Oh, da schmollt einer, oder? Überlegt. Manchmal ist die Lösung näher, als man denkt. Und dann haben wir wieder einen Glitzersticker, aber einen kleinen. Oh, da sind sie alle gefesselt, alle drei. Ja. Und die dritte Karte ist hier diese hier. Zack, ist aus der Folge und der unheimliche Drache. So.
Ihr könnt ja dann pausieren oder einen Screenshot machen und dann lesen. So, das nächste Päckchen. Ich muss gucken, dass ich nichts kaputt mache hier. Wäre schade. So. Jawohl. Ah. Wer kennt diese Folge nicht? Ihr werdet gleich sehen. So. Hier hilft Justus Bob hoch irgendwie. Keine Ahnung, wo er da hin will. Das sieht man vielleicht nachher im Heft oder so. So, hier haben wir wieder einen Teil eines Puzzles. Könnte sogar schon irgendwie zu dem anderen passen hier, zu dem hier, denke ich mal. Nee, also so mal nicht. Könnte viel, oder? Irgendwie so, vielleicht finden wir den dritten und vierten Sticker noch. So, dann haben wir hier wahrscheinlich einen Ganove, so wie er hier aussieht. Aber genau weiß ich nicht. So, dann haben wir hier wieder einen Glitzer-Sticker. Da steht da wieder ein Text drauf. Guter Vorschlag, Bob. Aber wenn wir die Diebe so ablenken, könnten sie vor Schreck fliehen und wir kriegen sie dann nicht mehr. Das lassen wir besser. Und die vierte Karte ist hier diese hier. Und wir kennen die Folge nicht. Es ist der rote Pirat. So, könnt ihr wieder lesen. Und dann das nächste Tütchen. So, schauen wir mal. Nein, mir ist einer runtergefallen. Da haben wir einen Glitzer-Sticker. Dann haben wir hier, ist das eine Wasserpistole, was er noch hat? Ne, das sieht aus wie ein Handy. Ein Handy hat er in der Hand. Und hier fahren sie Fahrrad. Und ich muss jetzt mal den Sticker suchen. Einen Augenblick. Und ich habe ihn. Ich habe ihn. So, das war der letzte Sticker hier. Und dann haben wir die fünfte Karte. Und ich denke mal, das ist der weinende Sarg, denke ich mal. Was meint ihr? Ach nee, schade. Es ist und die flüsternde Mumie. Stimmt, da verstecken sie sich ja hier in dem Sarg und dann, ja. Ich muss ja jetzt nicht alles erzählen, sonst geht das Video elend lang. Es wird sowieso schon zu lang sein. So, da haben wir als nächstes, was steht da drauf? Mist. Ich stecke fest. Ah ja, die Folge ist cool. Hihihi, dann müssen wir wohl einen anderen Weg nehmen. Waren die da nicht? Nee, das ist die Folge gar nicht. Es gibt eine Folge, da ist er irgendwie in so einem Aufzug, wo die Essen hochfahren und so. Und da ist er stecken geblieben. Da haben die sich totgelacht. War echt cool. So, haben wir wieder einen runden Sticker. Ja. So, was haben wir hier? Irgendwie eine Büste. Und dann haben wir hier, ja, wie nennt sich das nochmal? Norden, Süden, Westen, Osten, irgendwie so. Ich komme jetzt nicht drauf. Dann haben wir hier die nächste Karte. Ach, wie hieß die Folge jetzt nochmal? Jetzt komme ich auch nicht drauf. Und der Phantomsee. Ja, also das, ich habe so meine Lieblingsfolgen. Und da würde ich, glaube ich, direkt drauf kommen, aber auf die wäre ich jetzt nicht gekommen. Ja, schauen wir mal weiter. Nächstes Tütchen. Oh, da haben wir ein Bärchen. Dann haben wir hier zwei, also da fehlt ein Teil. Er hat eine Taschenlampe in der Hand. Da haben wir auch wieder so ein Zweierteil oder Dreierteil. Keine Ahnung, müssen wir mal schauen. Hier ist irgendwie so ein Schattenmensch. Wahrscheinlich flüchtet er irgendwo von irgendwo her. Und dann haben wir die Karte wieder. Und hier ist das, denk mal, das ist die Folge, das ich komme jetzt nicht drauf. Und das Aztekenschwert, genau, so, das wollte ich sagen. Deutsche Sprache ist schwere Sprache, weil das wollte ich sagen eigentlich. Aztekenschwert. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob ihr auch alles erratet hättet, also ohne, dass ich es vorher gesagt habe. So, da haben wir hier, wo schaut der da hin? Keine Ahnung. Haben wir hier den nächsten, wo schaut der denn da rein? Ah, irgendwie eine Menükarte. Nein, jetzt fällt mir schon wieder einer. Und da haben wir einen Glitzersticker von einem Porträt. Und ich tauche wieder ab. Und da bin ich wieder. So, wen haben wir hier? Ach, alle drei. Okay, so. Und dann haben wir wieder eine Karte und ihr dürft raten. Ist es der Superwal? Ich weiß es jetzt nicht. Ach, nee. Es ist Riff der Haie. Stimmt, das ist doch ein Hai und kein Wal. Wie doof. Also, wenn ihr das in den Händen hier seht, das ist von meiner Krankheit. Also, nicht erschrecken. Und dann haben wir als nächstes... Komm raus. Wir machen die Kleinen erst. So, was haben wir denn hier? Auch so... Also, es ist nicht der ganze Sticker hier. Es ist so... Sieht man das?
So ein Teil ist das. Keine Ahnung, irgendwie erschreckt die sich hier. Keine Ahnung. Oh, hier haben wir einen Schlüssel. Dann haben wir hier, was soll das sein? Ein Rotztuch oder ein Zettel und ein Fußabdruck. Da hat hier Bob eine Justus Jonas, ist das? Handschellen in der Hand. So. Und da haben wir hier die Karte. Ihr dürft wieder raten. Ich glaube, es ist, wie heißt es noch mit der Wikinger? Das Gold der Wikinger, kann das sein? Ja, und das Gold der Wikinger. Überlegen muss ich ab und zu auch mal. Aber es geht eigentlich. Nächstes Tütchen. Da muss ich aber auch raten. Wenn ich den Namen sehe, dann fällt's mir, klatscht mir an den Kopf. So, ein Ritter. Ein Skelett. Und nochmal ein Schlüssel. Und dann haben wir hier diese Folge hier. Wie hieß die nochmal mit dem Indianer? Ach ja, das Volk der Winde. Also manchmal komme ich selbst nicht drauf. Aber man kann sich da so ein Rätsel draus machen. Das ist schon nicht schlecht. Aber wenn sie jetzt alle über 200 Teile hier reingemacht hätten. Das wäre... hier gibt es tatsächlich einen Lichtschalter. So, hier macht er Batterien irgendwo rein, ein Handy oder sowas. So, da haben wir hier Kaugummi-Automat, ne? Kommissar Reynolds, wir haben ihn. Das soll Kommissar Reynolds sein. Was hatte ich vorhin gesagt, das wäre der Gangster. Ja, moin. Da muss ich hier auch überlegen. Da komme ich jetzt gar nicht drauf. Das ist die Folge. Und der lachende Schatten. Die Folge kenne ich, aber ich wäre jetzt nicht auf das Bild hier gekommen. Dass das der lachende Schatten ist. Werdet ihr drauf kommen? So. Das könnte. Ich muss überlegen. So, hier haben wir. Ist das die Polizei? Ja. Das ist die Polizei. Hier klicken die Handschellen. Klick. So, hier fahren sie Fahrrad. Müsste auch wieder so ein Zweier- oder Dreierteil sein. So, hier haben wir wieder so ein Puzzleteil. Müsste 4 Teile sein oder so. So, dann haben wir hier wieder die nächste Folge. Was könnte das sein? Der grüne Geist ist es nicht, glaube ich nicht. Es ist... Und das Gespensterschloss. Jawolski. Das ist von 1968. Ja, moin. Da bin ich noch in Papas Hoden rumgeflossen. Dann haben wir als nächstes... hier zählt sie Kohle. Kohle, Kohle. So, hier haben wir wieder nur... Das ist nur der Kopf hier, der Sticker. Der Rest ist nix. So, da haben wir hier... da lachen sie irgendjemanden aus. Keine Ahnung. Mich auf jeden Fall nicht. Ist das der zweite? Nee, das ist nicht der zweite. Und da haben wir die nächste hier. Das ist irgendwas mit einer Katze. Was gab's denn für eine Folge mit einer Katze? Und die schwarze Katze. Die schwarze Katze. So. Nächstes Tütchen. So. Jetzt bleibt doch mal hier. Junge, die fallen hier immer raus. So, was haben wir hier denn? Hier haben wir so einen Glatzköpfigen. Dann haben wir ein Schlüsselloch. Dann haben wir, du sagst, was? Das sagst du was? Da sagst du was. Und da haben wir das nächste Porträt. Ich denke mal, das kommt dahin, wo die Steckbriefe waren. Und dann haben wir hier... Die nächste Karte. Ihr dürft wieder raten. Was könnte das nochmal sein? Es ist unter heimliche Hehler. Ist von 1985. Okay, da war ich schon auf der Welt. Da war ich 6 Jahre alt. Man muss ein bisschen aufpassen hier, wenn man die aufreißt. Es wäre schade, wenn man welche kaputt macht. So, Karte auf die Seite. Dann haben wir hier wieder... Dieses hier, dann haben wir... was soll das denn sein? Was ist... eine Eismaschine, oder? Ist das eine Eismaschine? Könnte sein. Hier ist, glaube ich, eine Zuckerwatte. Ein Zuckerwattenwagen. Dann haben wir hier wieder so ein Puzzleteil. Das müsste ein großes sein. Hier kommt links und rechts noch eins dran. Das könnte ein 6er Puzzleteil sein. Da muss ich aber auch...
Da komme ich jetzt nicht drauf. Boah, wisst ihr es? Wir lösen es auf. Es ist... Und die Geisterinsel. Ach, und die Geisterinsel von 1973. Eieiei, ich glaube, das... Das gibt's so lange, das Video. Das gibt's so lange. So. Als nächstes haben wir hier einen Totenschädel. Ein Pokal. Ein Schaf. Da hatten wir ja vorhin was im Sammelalbum. Und dann haben wir hier das Witter. So lenken wir sie ab. Wir verstecken uns im Gebüsch und einer schreit wie ein Affe. Und wenn die Diebe dann nachsehen kommen. Ja. So. Welche Folge ist das hier? Ich glaube, die hieß Der schreiende Wecker. Oder stimmt das? Wir schauen nach. Ach, der seltsame Wecker. Der seltsame Wecker hieß das. Okay. Ist von 1970. Das ist schon der Hammer. Ey. Die gibt schon so lange, die drei Fragezeichen. Das ist schon echt nice. Und dass es nicht nur Kinder hören, das weiß man ja. So. Oh, was ist das nochmal für eine Folge? So, hier haben wir irgendwie einen Leuchtturm. Dann haben wir hier wieder... ach, nur eine Marionette. Was sie hier machen, weiß ich auch nicht. Überlegen. Hier haben wir wieder Glitzersticker. Also in jedem Tütchen ist ein Glitzersticker, eine Karte und halt die kleinen. Was ist das hier für eine Folge? Wisst ihr es? Ich müsste auch überlegen. Ich gucke. Und der Karpatenhund. Ja, moin. Ist von 1978. Der Karpatenhund. Ich komme mir schon schnauf. Ja, dass er sich beim Rennen und so schwer tut, wissen wir ja. Oh, hier haben wir Gangster. Irgendwas mit Kohle. Und hier ist... Ist das der nächste Stick? Passen die zusammen? Nein. Und hier haben wir wieder irgendwie so ein Puzzleteil. Und dann haben wir hier die nächste Folge. Ihr könnt raten. In 3, 2, 1. Und die singende Schlange, hätte ich auch gesagt. 1975. Also die Karten finde ich recht nice. Die Sticker, joa. Ich denke mal, im Album sehen die echt klasse aus. Also, falls ihr die euch auch kaufen möchtet oder bestellen. Also, ich habe es mir bestellt bei Sticker Point. Also, jetzt mal Werbung für Sticker Point. Da bestelle ich eigentlich fast alles. So, hier haben wir auch wieder so ein Zweierteil oder so. Hier ist der nächste. Oh, ne, passen nicht zusammen. Ich dachte, die würden zusammenpassen. Und, aua, mein Finger, hier geht's nicht weiter. Und dann haben wir hier... Ach, wie hieß die Folge nochmal? Oh, Schatz, Truhe... Oh, und der sprechende Totenkopf, ja, ach, von 1970. Wie soll ich denn da drauf kommen, dass das hier der sprechende Totenkopf ist? Naja. So. Was bei manchen muss ich echt gut überlegen. Also, auf manche komme ich nicht drauf. So. Oh, hier haben wir einen Autoscooter. Ah, ja, Justus Jonas. Oder Titus Jonas. Wertstoffhandel. Was haben wir denn hier? Cooler Sticker. Und die nächste Folge hier. Boah. Also hier komme ich jetzt nicht so schnell drauf. Ich löse auf in 3, 2, 1. Und es ist
und der verschwundene Schatz von 1973. So, ein paar haben wir noch. Ich glaube, ich hätte nicht das Ganze machen sollen hier. Also das ganze Display und das Sticker-Album. Naja. So, dann haben wir hier den nächsten Sticker. Hier liest er irgendwie ein Buch oder so. Die Diebe mit Handschellen festzuhalten hält nicht nur Peter für viel zu gefährlich. Das geht nicht gut, Justus. Schöne Karte, Sticker. Ah. Also was da drin passiert in der Folge, weiß ich. Aber wie die jetzt heißt. Wir lösen auf in 3, 2, 1 und die bedrohte Ranch von 1983. So, hier haben wir irgendwie ein Teil vom Karussell. Was er hier macht, weiß ich auch nicht. Was ist denn da passiert? Sie machen Justus Blatt. Und das nächste Porträtbild. Und die nächste Folge. Ameise. Oh, wie hieß die Folge mit der Ameise nochmal? Oh, 3, 2, 1. Und der Ameisenmensch, genau, von 1983. So. Ich glaube, den Sticker hier hatten wir schon mal. Ich weiß es nicht. Gut gemacht, du hast uns gerettet. Was macht denn hier Skywalker drauf? So, dann haben wir hier, ja, diesen Sticker noch. Hey, was ist das denn hier? 283. Ja, moin. Und dann haben wir hier die nächste Folge. Das ist doch irgendwie mit den... Ich glaube, die Musikpiraten sind das. Ich denke, das sind die Musikpiraten. Jawohl. Die Musikpiraten von 1991. So, nächstes Tütchen. Yeah. Da weiß ich auch nicht. So, nächster Sticker hier. Was macht der hier? Keine Ahnung. Und dann haben wir hier ein Polizeiauto als Glitzersticker. Und die nächste Folge hier. Oh, was ist das für eine Folge? Da komme ich jetzt auch nicht so schnell drauf. Wir lösen auf in 3, 2, 1. Es ist und der Zauberspiegel. Ach, von 1977. Ja, bei manchen muss man echt gut raten. Ach, was ist das denn nochmal? Oh, leck. Also manche. So. Nächster Sticker. Nochmal einer. Dann kommt hier der Glitzersticker. Und die nächste Folge. Also hier muss ich auch wieder haarscharf überlegen. Sind das die Comic-Diebe? Ich glaube nicht, oder? Was meint ihr? Comic-Diebe? Oh, doch. Die Comic-Diebe von 1990. Die ist schon so alt, die Folge. Ja, moin. Und da haut einer ab hier. Deine Idee ist super. Mit Juckpulver halten wir die Diebe auf.
Oder halten wir die Diebe auf so? So, dann haben wir hier Buchstaben. Ich denke mal, dass man die irgendwo reinkleben muss und dann. Ja. Und dann haben wir natürlich hier das gleiche wie eben. Die Comic-Diebe. Ach, schade. Eins doppelt. Nach paar. Ist eigentlich eine gute Ausbeute, finde ich. Aber ist ja klar, umso mehr man aufmacht, umso. Ja. Umso mehr Doppelte bekommt man. So. So. Der nächste Glitzersticker. Und die nächste Folge hier. Ah, wie hieß die Folge hier nochmal mit den drei Totenköpfen? Ich löse auf in 3, 2, 1. Ach, und der weinende Sarg. Ja. Von 1988. Oh, 88. So, ein paar haben wir noch und dann haben wir es geschafft. Apropos, das Album hier. Was kostet denn das? Steht hier gar nicht drauf. Okay. Ich denke mal, das kostet so 1,50 bis 2 Euro oder sogar mehr. Keine Ahnung. Habe ich gar nicht drauf geachtet. Ich wollte euch eigentlich sagen, was es kostet. So, dann haben wir hier Treffer. Dann haben wir hier wieder einen Schlüssel. Ups, ich hoffe die. So, hier haben wir wieder einen Glitzersticker. Wanted. Und hier haben wir die nächste Folge. Oh, da komme ich jetzt auch nicht drauf. Ich löse auf in 3, 2, 1. Und der Automörder von 1987. Ja. Wer kommt da drauf, dass das hier der Automörder ist? Der nächste Sticker. Da. Und dann haben wir hier den. Ach, wie nennt sich das nochmal? Ein Wasserturm? Oder was das war? Das war, glaube ich, den ihr erstes Büro. So, dann haben wir die nächste Folge. Also ich glaube, das sind die gefährlichen Fässer. Kann mich aber auch irren. Ich löse auf in 3, 2, 1. Jawohl, die gefährlichen Fässer. Ist von 1990. Langsam habe ich keinen Platz mehr hier. Die nächsten Sticker. Zack. 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 Und dann haben wir noch ein Fragezeichen und ein Fußball. Und dann haben wir die nächste Folge. Boah, wie hieß die Folge nochmal? Boah. Wir lösen auf in 3, 2, 1. Und der Teufelsberg, ach ja, von 1974, ja moin. So, wie viel haben wir noch? 1, 2, 3, 4, 5, 6, ich meine, es wären 6 Stück noch. 6 Tütchen noch, so lange müssen wir noch durchhalten. Ich hoffe, es sind noch welche am Start. In der Zeit könnt ihr ja schon mal hier abonnieren und die Glocke aktivieren. Und natürlich liken nicht vergessen. Ja. So. Weiter geht's im Text. Ah ja. Da frisst er ein Eis. Nächstes Stickerchen. Noch ein Sticker. Und dann haben wir hier eine noch volle Kasse. Und die nächste Folge. Ihr dürft wieder raten.
Ach, wie hieß das nochmal? Ja. Ich weiß es nicht. Wir lesen auf in 3, 2, 1. Und der unsichtbare Gegner. Ach, von 1986. Ich kenne zwar alle Folgen, aber von den Covers her, ja, das ist so eine Sache. Ich habe die ja als MP3 und da gucke ich ja nicht aufs Cover. Wenn man es als CD hat oder als Kassette, ich weiß nicht, wer hat noch Kassette? Dann sieht man das Cover ja eher und dann steht ja auch drauf, welche Folge es ist. Und dann sieht man die fast jeden Tag. Aber bei über 200 Folgen jetzt. Bei der Folge weiß ich auch nicht mehr. Wer weiß von euch? 3, 2, 1. Und der Höhlenmensch. Ach. Von 1984. Und der Höhlenmensch. Wir haben es gleich. Also so ein langes Video habe ich schon lange nicht mehr gehabt. So. Zack. 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 Und wieder Zahlen. Wieder irgendwelche Zahlen hier. Das müsste aber der Superwald sein. Der Superwahl, denke ich. Was denkt ihr? Wir lösen auf in 3, 2, 1. Jawohl. Von 1985. So, noch drei Tütchen und dann haben wir es geschafft. Ein ganzes Display. Gut, dass ich immer etwas Proviant dabei habe. Da haben wir den nächsten Sticker. Und noch einer. Dann kommt hier der Glitzersticker. Polizei, sofort die Hände hoch. Und da haben wir die nächste Folge hier. So. Eieiei. Also hier komme ich nicht drauf jetzt. Wir lösen auf in 3, 2, 1. Und der Fluch des Rubins von 1970. Ach du Scheiße. 1970. Werdet ihr drauf gekommen? So, vorletztes Päckchen. Wenn ihr jetzt noch dran seid, schreibt mal alle. Was schreibt ihr denn? Die drei Fragezeichen. Jetzt schreibt ihr mal die drei Fragezeichen, also Hashtag die drei Fragezeichen. Und dann sehe ich ja, wer noch alles am Schluss dran war. Und ja. Und da haben wir das nächste Glitzersticker. Und dann haben wir hier die nächste Folge. Ah, was war das denn nochmal? Der Höhlenmensch hatten wir doch schon, oder? Wir lösen auf in 3, 2, 1 und... Und das Bergmonster, ja moin, von 1976. Ja. Und das letzte Stickertütchen. Was ist das für eine Folge? Ach Gott. Ich hätte schon eine Idee. Was ist das denn hier? Ach, ein Fingerabdruck. Ein Fingerabdruck. Der letzte Glitzersticker. Und dann kommen wir zur letzten Folge hier. Ich habe eine Idee, was man hier. Ich meine, es wäre die flammende Spur. Wir lösen auf in 3, 2, 1.
und die flammende Spur von 1979, in dem Jahr, wo ich geboren bin. Ja, ich hoffe, euch hat dieses Video gefallen. Es ist ziemlich lang geworden, aber die drei Fragezeichen sind einfach Kult. Zwar jetzt nicht die drei Fragezeichen Kids, aber ja. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, was ihr zu der Serie haltet. Würdet ihr euch die auch holen oder sammeln? Es werden noch zwei Sachen kommen, auf jeden Fall. Die habe ich hier noch liegen. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal und auf Wiedersehen.